Okay, dann was geht ab, Leute, von mir? Ich komme gerade von, ich kann nicht sagen von der Arbeit, weil ich habe ja verschiedene Sachen am Laufen, mehr dazu gleich noch. Ich hatte heute Frühschicht. 6 Uhr musste ich hier sein, heißt für mich 5 Uhr musste ich aufstehen. Alter, ich bin so kaputt, ich habe gestern noch gelivestreamt. Wir waren im Livestream bis 22 Uhr, so wie immer, es ist nichts passiert. Kurz danach, nach dem Livestream, das kam eine neue krasse Ankündigung. Der nächste Quest Day. Ich habe ja das Video hochgeladen mit dem nächsten möglichen Event von diesem einen Leak, der bisher alles richtig vorhergesagt hat. Und der hat halt dieses mit dem Perlu vorhergesagt. Aber jetzt ein bisschen überraschend, wobei man hätte sich eigentlich auch denken können. Jetzt ist mit dem Perlu, das ist der nächste Quest Day. Diesen Samstag Perlu aus der Quest, erhöhte Wasserspawns, Doppelsternstaub, also Niantic hat dazugelernt. Sie geben einen kleinen Bonus, einen kleinen Anreiz zum Zocken. Natürlich nicht Shiny Perlu, sondern einfach nur Perlu am Start. Und keine Sorge, Leute. Quellen behaupten, dass Perlu danach wild fangbar ist. Also wer den Tag verpasst oder wer da nicht genug fängt, der muss nicht unbedingt leiden, weil danach wird es Perlu einfach in der Wildnis geben. Doppelsternstaub, aber nur für Wasser-Pokémon. Aber Wasser-Pokémon sind erhöht, unter anderem Krabby und Walmer. Beide gibt es in Shiny, beide habe ich noch nicht in Shiny. Musst du mir erstmal einen Döner holen. Kehrst ihn erst auf, dann geht's weiter mit dem Video. Okay, ich bin wieder zurück. Die letzte Szene, die ihr gesehen habt, ich weiß nicht genau, ob ich die überhaupt reinpacke ins Video, weil da beiß ich einfach nur in den Döner. Aber die letzte Szene war, wo ich einen Döner esse. Das erinnert mich an die Deutschland-Tour. Näheres wird noch bekannt gegeben. Aber rein theoretisch wäre das ja auch eine geile Möglichkeit, einfach die ganzen Döner aus den verschiedenen Städten mal zu testen. Anderes Thema. Niantic hat so ein Event angekündigt. Nichts mit Pokémon Go, nichts mit Safari-Zone, sondern Niantic-Event. Mit AR und irgendwas mit Tourismus und Events und sowas. Genau, und zwar ist es die ITB Berlin mit Niantic. AR Explorers and World Travelers. Und die ITB Berlin ist eine Travel Trade Show, also an sich überhaupt nichts mit Gaming oder Pokémon. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob sich ein Besuch da lohnen wird. Aber eigentlich ist immer da, wo Niantic ist, Inkognito-Buchstaben. In dem Falle wäre es nicht Berlin. Ich habe zuerst an Berlin gedacht, weil es in Berlin ist. Aber höchstwahrscheinlich I, T und B. Ich habe schon alle drei Buchstaben, deswegen schauen wir mal. Aber ich glaube nicht, dass ich da hinfahren werde. Vor allem Anfang März, das ist ja in 2 Wochen bereits. Schauen wir mal, aber ich glaube nicht. Ansonsten noch zum Event. Perlu wird wahrscheinlich 50 Bonbons brauchen. Und die Entwicklungen, es hat 2 Entwicklungen, sind anscheinend random, Zufallsprinzip. Was an sich kein Problem ist. Nur, wenn man ein Lucky Jäger ist, könnte das ein bisschen leiden werden. Sagen wir, du kriegst ein Perlu. Sagen wir, du kriegst 2 Lucky Perlu. Dann ist nicht garantiert, dass du beide Entwicklungen, beide Endentwicklungen, als Lucky bekommst. Kann sein, dass sich beide zu dem gleichen entwickeln. Oder brauchst du noch einen? Dann entwickelt es sich wieder zum Falschen. Also das könnte schon echt ein bisschen leiden werden. Mal schauen, was die Quests sein werden und wie viele man da machen kann. Ja, was war so der Durchschnitt? 30 bis 50 Bashra-Quests waren es. Obwohl die Quests so relativ leidend waren. Aber wir sehen ja, Niantic hat bereits Sachen verändert. Sie haben auf das Feedback gehört und ich denke, der Quest der wird besser. Ich meine, ich fand den ersten an sich nicht schlecht. Also ich hatte meinen Spaß. Aber ich denke, der wird noch besser. Vor allem der Staub. Staub ist immer saftig. Eure Meinung, eure Erwartungen zum Quest Day. Und in die Kommentare. Ansonsten habe ich noch eine Box am Start. Diesmal von Loot Chest. Alle Infos unten in der Beschreibung. Jeden Monat eine Box mit dem Thema Geek, Gaming und Nerd. Und danach, nachdem ich die Box öffne, ja, dann wird es langsam Zeit, ein paar neue Leute zu adden. Alter, seitdem ich das eingeführt habe, kriege ich jeden Tag so viele Nachrichten. Ich muss mal schauen, von wo ich jetzt Leute adden werde. Und leider auch ein paar Leute löschen. Aber das machen wir dann nach der Box. So, sehr kompakt. Es passt alles genau rein. Problem ist, jetzt, wo ich es geöffnet habe, sehe ich einfach alles. Keine Überraschung mehr. Das ist so ein Ohr, das nicht reingehen will. Wir haben eine Guardians of the Galaxy Tasse. Oida. Eine Groot-Tasse. Sieht richtig geil aus. Nicht schlecht. Das ist echt geil. So, dann haben wir noch eine Jessica Jones. Netflix Q-Fig-Figur. Problem, Netflix hat gerade erst Punisher und Jessica Jones abgesetzt. Ja. Was für ein Zufall. Das erinnert mich auch an meine Arbeit. Oder zumindest eine meiner Arbeiten, wo ich heute war. Erzähle ich euch auch gleich noch ein bisschen was davon.
Weil das mit Jessica Jones passt eigentlich zum Thema Arbeit. Wir haben hier, was ist denn das? Ah, Walking Dead, okay. Walking Dead. Ein T-Shirt wie immer am Start. Dann haben wir noch ein... Ah, okay, das ist cool. Game Boy Classic Untersetzer. Coole Sache. Oh, was Süßes, Alter. Und das ist nicht irgendwie mitten in der Früh oder mitten am Abend, also mitten in der Nacht. Also das kann ich mir sogar wirklich gönnen. Und ein Game of Thrones Haussiegel-Magnet. Nee, mehrere. 4. Winter is coming. Stark. Lannister. Baratheon. Targaryen. Game of Thrones. Letzte Staffel. Demnächst. Wer ist gehypt? So, noch ganz schnell zum Thema Arbeit, weil viele mich immer danach fragen. Ich denke, es wird demnächst einfach ein Video geben, wo ich darüber rede. Weil das interessiert echt eine Menge Leute. Also ich habe heute dort gearbeitet. Ist eine neue Stelle. An sich ist es gar keine Stelle, weil ich arbeite dort auf freier Mitarbeit, Freelance. Auf Auftrag. Ich werde für die Videos produzieren und dann kriege ich mein Geld pro Video. Ist eine Nachrichtenagentur, so in Richtung Style, People, Fashion, Pop und sowas. Also, ihr kennt wahrscheinlich Promi Flash. Sowas in der Art, nur ein bisschen mehr High Quality, also nicht so ganz trashig wie Promi Flash, sondern schon ein bisschen mehr Qualität. Und die haben halt jetzt auch Aufträge reinbekommen, wo sie halt ernstere, richtige Nachrichten-News bringen müssen. Da kommt zum Beispiel in der Früh ein Thema rein oder mehrere Themen und dann muss man dazu ein Video machen. Und das halt relativ früh, deswegen die Frühschicht. Das ist dann relativ früh, damit die Kunden das dann haben und das dann für den Tag, für was auch immer sie das brauchen, verwenden können. Und damit es halt richtig aktuell ist. Ja, und wie es halt so typisch für Agenturen ist, wenn die Kapazitäten nicht reichen, dann kommt halt ein freier Mitarbeiter dazu und übernimmt ein paar Aufgaben. Und das bin ich. Glücklicherweise ist das alles Homeoffice, ich kann alles zu Hause machen und die Videos erstellen für die Kunden. Das war jetzt nur die letzten 2 Tage, um reinzukommen, um eingearbeitet zu werden. Grüße gehen raus an Dani. Die hat mich eingearbeitet, eine sehr nette Dame und die hat mir dann im Anschluss auch alles gezeigt, wie das dort abläuft. Ich war auch im Team-Meeting. War echt interessant, das ist so richtig typisch, wie man es so aus den Filmen oder aus den Serien kennt. Die saßen halt dort in der Früh und haben dann ja, geredet und Ideen gesammelt, was sie so den heutigen Tag rausbringen können an Artikeln und sowas. Da hat eine zum Beispiel gesagt, ja, ich habe heute auf Instagram dies und das gesehen, wir könnten auch darüber eine News machen. Und dann wie gesagt, das Thema mit Jessica Jones. Und Punisher, dann hat einer geschrieben, ja, diese Serien werden abgeschafft und so. Highman in the Castle und sowas. Also richtig cool, eigentlich genau mein Ding. Oder auch gestern ist ja Karl Lagerfeld gestorben. Und danach, als ich gegangen bin, ging es wohl richtig krass ab bei denen. Da mussten die News natürlich raus, Artikel und Videos zu Karl Lagerfeld und sowas. War auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe gestern ein Video gemacht, einen kleinen Clip zu den Jonas Brothers. Die feiern demnächst ihr Comeback, die kommen zurück. Und dann heute 2 Videos, einmal zu Trump. Der will so eine Weltraumarmee starten. Und dann irgendwas mit Antisemitismus in Frankreich. Also schon die ernsteren Themen. Also falls ihr demnächst irgendwie so auf MSN, 1&1, Arcor, GMX oder so unterwegs seid, da gibt es ja immer diese 60 Sekunden, 90 Sekunden Clips auf der Seite. Ja, könnte sein, dass eines dieser Videos von mir kam. Dann wird es Zeit für neue Freunde. Ihr seht 160. Ich habe in letzter Zeit eine Menge Leute geaddet. Die sind auch alle fleißig. Vom letzten Video, wo ich die ganzen Zuschauer geaddet habe, ich glaube so 2 Leute haben mich niemals geaddet. Nach meiner Anfrage und... ein oder zwei Leute nur, die zu inaktiv waren, die habe ich dann wieder gelöscht. Da gab es halt entweder gar keine Interaktion oder nach der ersten Interaktion war halt dann Stille. Dann habe ich die einfach wieder gelöscht. Und jetzt, ja, alle sind fleißig. Ihr seht hier zum Beispiel Leon Maurice, Cyro Beats, L Poke 2004, Marlina Appelpelt. Das waren alles Zuschauer, die ich geaddet habe und die sind alle fleißig mit dabei. Emma Brown, ihr seht, wir sind fast vor Hyper-Freunde. Also läuft schon. Jetzt beim letzten C-Day einfach so 4 Millionen EP gemacht. Muss ich natürlich auch wieder ein bisschen Platz schaffen. Dementsprechend werde ich jetzt ein paar Leute löschen. Es tut mir leid, Leute. Und dann werde ich, glaube ich, fast auf 200 voll machen. Ich sag mal 190, weil man weiß ja nie so im echten Leben, falls man irgendjemanden mal trifft und der dann einen Platz auf der Liste verdient. Aber an alle, die ich jetzt lösche, nehmt es bitte nicht persönlich. Es hat mich gefreut. Ihr habt mir eine Menge EP gebracht. Ich hoffe, ich euch auch. Und jetzt muss halt leider Platz geschaffen werden für andere Leute. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich werde halt jetzt Leute löschen, mit denen ich in echt nichts zu tun habe. Also nicht mit den Raiden, nicht mit den Tauschen, nicht mit den Kämpfen und so weiter. Und auch Leute, die ich halt persönlich nicht mal kenne. Die ich halt irgendwie vom Internet oder mal auf der Straße bei irgendwelchen Events mal geaddet habe. Lustige Sache, in Erfurt zum Beispiel haben mich ein paar Leute geaddet. Ein paar Zuschauer, wir haben getauscht und so. Und die waren sich eigentlich ziemlich sicher, dass ich sie direkt wieder löschen werde. Aber wir haben es jetzt bis beste Freunde geschafft. Und jetzt lösche ich euch. Ich denke, das ist mehr als erwartet.
Und wie gesagt, ich hoffe, keiner nimmt mir das übel. So, mir ist was eingefallen. Ich habe jetzt ein paar Leute gelöscht, habe jetzt wieder Platz, um ein paar Leute zu adden. Und ich habe jetzt frage ich Instagram gerade, ob ich einfach Leute, irgendwelche Randoms, einfach irgendwelche Kommentare, die ich finde, die Leute adden soll. Oder soll ich hier zum Beispiel auf dem Community-Tab einfach einen Post machen und die ersten, die ihren Code posten, die adde ich dann. Das könnt ihr, also ihr nicht mehr, weil ihr das verpasst. Aber das poste ich jetzt auf Instagram und dann schauen wir mal, wofür ihr euch entscheidet. Und das werde ich dann machen. Okay, die Abstimmung läuft erst 20 Minuten. Aber da haben schon 500, 600 Leute mitgemacht. Und 55% sind dafür, dass ich einfach irgendwelche Randoms aus den Kommentaren adde. Das werde ich jetzt auch machen. Werde ich euch aber nicht zeigen. Ihr müsst nicht mir dabei zuschauen, wie ich einfach irgendwelche Zuschauer eingebe. Wie immer, ihr könnt alle Zuschauer auch selber adden. Einfach durch meine Kommentare durchscrollen und dann irgendwelche Leute adden. Ja, und dann ist meine Liste auch erstmal wieder voll. Ich hoffe, die Nachrichten lassen danach. Weil ich kriege echt jeden Tag so viele Nachrichten. Habe ich echt unterschätzt. Das ist echt übertrieben krass viel. Also ich habe wahrscheinlich erst in 30 bis 60 Tagen wieder Platz. Dann könnt ihr wieder posten und dann werde ich wieder neue Leute adden und dann immer so weiter und immer so weiter. Aber das war's erstmal von mir. Schreibt unten in die Kommentare. Bitte nicht euren Code, sondern eure Meinung zum Quest Day. Perlu, seid ihr gehypt? Freut ihr euch drauf? Denkt ihr, er wird besser als der Bashra Quest Day? Hat Niantic was dazugelernt? Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Danke an Luchas nochmal für die Box. Alles unten in der Beschreibung. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.